Jo, meine Kartoffeln, willkommen zu ein Volk Rocket League. Ja, ich habe mich dazu entschieden, heute eine Folge Rocket League zu bringen und nicht Resident Evil 7. Das liegt ganz einfach daran, dass... ich eine Bindehautentzündung bekommen habe. Ja, richtig, eine Bindehautentzündung. Für die, die jetzt nicht wissen, was das ist ja eine Entzündung am Auge. Sprich, das Auge wird lichtempfindlich, das Auge wird ja so verkrustet, tränt viel, kannst ja eigentlich kaum noch was sehen, sage ich jetzt mal. Das habe ich am linken Auge bekommen. Und konnte dementsprechend auch keine Kontaktlinsen tragen. Ich war am Freitag auch nicht auf der Arbeit, beziehungsweise ich war auf der Arbeit. Bin danach aber gefahren, weil, wie gesagt, Bindehautentzündung ist halt eine Entzündung, die ist ansteckend. Beziehungsweise nicht alle Entzündungen sind ja ansteckend, ne? Aber Bindehautentzündung ist hoch ansteckend. Und ja, und mein Chef, beziehungsweise ich konnte ja nicht mehr richtig auf den Bildschirm gucken. Und ja, bin dann am Freitag direkt zum Arzt gefahren, hab dann Tropfen bekommen, die die Entzündung ein bisschen gehemmt haben. Und ja, seitdem geht das auch wieder, deswegen kann ich jetzt auch aufnehmen. Aber ich trage allerdings noch meine Brille. Und da ich finde, dass ich mit Brille einfach unfassbar hässlich aussehe, habe ich mich dazu entschlossen, eine Folge Rocket League ohne Facecam zu bringen. Und ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und aus diesem Grund kommt nämlich kein Resident Evil. Einfach weil... Ich dachte, der Ball springt nochmal hoch. Fuck. Einfach weil ich Resident Evil gerne mit Facecam aufnehmen würde. Und in der Facecam möchte ich halt schon gerne wie ein normaler Mensch aussehen. Und deswegen gibt es leider heute nur Rocket League ohne Facecam. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, denn es gibt wieder mal ein Premium-Gameplay hier. Läuft bei uns. Ich habe einen ganz guten Teammate, PlayStation Network Fuzzi. Ja, wir spielen aber auch gegen Profi und Semi-Profi. Ja. Warum auch immer wir gegen zwei solche Dudes spielen, kann ich mir nicht erklären. Wahrscheinlich sind die einfach Prospect Elite oder so. Ich bin auch jetzt kurz vor Gold immer noch. Und hoffe, dass ich vielleicht jetzt demnächst endlich meinen Weg zu Gold finde. Also Challenger heißt das, glaube ich, hier in Rocket League. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liegen sollte. Huch, das war schwachsinnig. Ja, das ist das erste Gegentor, was wir kassieren. Aber er hat sogar fast auch noch verkackt. Also hätte ich... Wäre ich nicht so doof gefahren, oder... Ja, wäre ich nicht so doof gefahren, hätte ich ihn vielleicht sogar noch gegen Pfosten oder gar raushauen können, weil der Ball voll gut zu mir geflogen ist gerade. Aber naja. Ich bin immer noch gespannt, ob ich endlich mal Gold schaffen werde in diesem Spiel. Aber wenn wir nur so Gegner wie diese auf Silber hätten, ne, ohne Witz, dann wäre ich schon, weiß ich nicht, was für ein Rang, Alter, dann wäre ich too much. Ja, Bindehautentzündungen sind ätzend, Leute, ohne Witz, passt auf. Bevor ihr euch ins Auge fasst, wascht euch lieber nochmal die Hand oder so. Oder die Hände. Ne? Besonders wenn ihr Kontaktlinsen habt, ne? Müsst ihr unbedingt aufpassen. Weil mit Kontaktlinsen sauber zu sein, ist unfassbar wichtig. Ihr glaubt ihr gar nicht. Ich hatte schon die ein oder andere Bindehaut. Fuck, sorry. Ich hatte schon die ein oder andere Bindehautentzündung. Und ja, bis jetzt war das immer ätzend. Besonders im Sommer, du stehst morgens auf, alles gut. Weil du vielleicht mit dir Jalousien runter hast oder so. Dann, du kommst aus der Tür. Ey! Du fährst aus der Tür, gehst aus der Tür, die Sonne scheint dir in die Fresse und du siehst einfach mal gar nichts mehr. Knallst die Augen zusammen, Digga, wow, was geht denn jetzt ab? Du hast so das Gefühl, du erblindest jeden Moment. Also, ja, Bindehautentzündung oder allgemein so Krankheiten, Entzündungen, Schmerzen im Gesicht sind... Digga, was ist denn los mit mir? Alter, okay, es ist aber auch schon 2 Uhr jetzt. Also seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier so ein bisschen verkacke gerade. Aber ich bin spontan noch auf die Idee gekommen,
aufzunehmen für die Montagsfolge. Aber ja, wie gesagt, falls ihr, also allgemein so Schmerzen im Gesicht und ja, Schmerzen, Entzündung im Gesicht, so alles, oder auch wenn ihr nur so einen kleinen Pickel an der Zunge habt, ne, ohne Witz. Es ist so ätzend, ihr könnt nicht vernünftig essen. Zahnschmerzen, du kannst nicht vernünftig essen. Augenschmerzen, du kannst nicht vernünftig gucken und beim Blinzeln sticht das vielleicht im Auge. Ohrenschmerzen, ich weiß nicht. So, alle Schmerzen im Gesicht sind einfach ekelhaft. Sagt mir mal, erzählt mir mal bitte in den Kommentaren, was eure schlimmsten oder nervigsten Verletzungen waren. Arm gebrochen, Nase gebrochen, alles was ihr wollt. Das würde mich gerne mal interessieren. Und in diesem Sinne, haut rein. Nächstes Mal hoffentlich auch wieder mit Facecam. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.